Einen wunderschönen guten Morgen. So, verbrennt gerade noch das letzte Opfer. Das Opfer. Was verbrennst du, du Opfer? So, wir haben nichts und wieder nichts in der Taschen. Wir haben zuletzt hier links wieder neu gedingst. Interessant. Ich habe da so ein paar Überlegungen, was man machen könnte. Das hängt alles mit Dingen zusammen, die wir hier nicht finden können. Deswegen gehen wir jetzt aufs Feld und hacken Korn. Ich nehme gerade feststellen, nach der letzten Verkloppungsaktion. Hoppla. Haben wir irgendwie kaum noch Kühe übrig? Das ist ein bisschen doof. Da sollte man sich mal drum kümmern. Hoppla. Flack. Aber ein Feld sollte da reichen. Du wieder auch. So. Na. Na, kommt mal her, ihr Süßen. Du mit dem. Und du mit dem. Ach, bling. Ge. So, wenn wir mal in Zukunft ein bisschen dran denken, die ein bisschen mehr... Ach, diese Melonen, wie schön. Ein bisschen mehr zu verdingseln. Schweine haben wir ja eigentlich ein paar. Einfach weil. Wenn wir dann wieder Kühe brauchen, wie beim letzten Mal, dann haben wir die ruckzuck alle niedergehauen und es bleibt einfach nichts übrig. Dann dauert das wieder ewig, bis man die zusammen hochgedingst hat. Hui, zweimal Zucker. Zuckerei. So, pack das mal weg. Packen mal die Samen weg. So. So, irgendwas, was wir hier brauchen. Wir haben jetzt noch einen Sattel und eine Pferderüstung. Heißt das, wir holen uns noch einen, oder? Ach, komm. Warum nicht, ne? Was sollen wir denn sonst mitmachen? Okay. Wir brauchen noch ein bisschen. Zeit werden wir ihm mal geben. Wir haben tatsächlich bei unserer nutzlosen Rundreise fast den kompletten 64er-Stack Fleisch zerbraten. Das ist echt bitter. Das ist das bitter. So, jetzt renne ich hier wieder hoch. Ach, doof. Renne mal wieder runter. Gib das einfach mal lieblos da rein. Eigentlich erst. Ah, ich bin ja wie so durcheinander. Ich müsste doch eigentlich. Und hier. Da. Noch zwei Eimer haben. So, dann müssen wir doch wieder runterrennen. Und müssen nochmal bei den Kühen vorbei. Hallo. Danke. Das ist aber nett von euch. Jetzt haben wir ein bisschen Milch. Tja. Und jetzt gönnen wir uns mal. Wie gönnen wir uns denn mit ein bisschen Korn und ein bisschen Ei und ein bisschen Zucker und ein bisschen Milch? Backe, backe Kuchen. Und ein Erfolg freigeschaltet. Ey, den hatten wir noch nicht. Nehme ich hier, will ich hier mal ein bisschen gucken. Zoom da mal ein bisschen raus. Was uns hier noch so fehlt. Langfristig möchte ich die ja irgendwie alle mal schaffen, dass wir den Diamanten für dich könnten. Problem werden. Brauche ich nämlich einen anderen Spieler zu. Den haben wir hier nicht.
Dann erlore mindestens einen Kilometer an einem Stück zurück. Das haben wir hier auch noch nicht. Das stell einen Notch-Apfel her, da weiß ich noch gar nicht, wie das geht. Zurück zum Absender, spielen wir dem Feuer. Das Ende. Okay, das haben wir hier natürlich auch noch. Und da sind auch noch so ein paar Sachen da unten. Die. Wo wir noch gar nicht wissen, was das ist. Ja, das mit dem Notch-Apfel, das ist so eine Sache. Basic hat auch nicht, wie das funktioniert. So, was machen wir denn jetzt mit diesem formidablen Kuchen? Das weiß halt auch niemand. Ja. Und so erstmal hier ihren Eimer wieder voll. Dass sie wieder Ordnung hat. So, auf jeden Fall haben wir jetzt mal einen Kuchen gemacht. Würde mich mal interessieren, wie das mit diesem Apfel funktioniert. Saubacke, Elende! Geht das schon wieder los hier? Das ist unglaublich. Mach mal einen Apfel. Noch irgendwas, was hier bleibt? Ich mache jetzt den Kuchen hier rein. Was soll's? Keine Ahnung, was ich mitmachen soll, also packe ich ihn da rein. Das nehmen wir mit. Der braucht immer noch einen Moment, nehme ich an. Ja, aber er hat's gleich. Hoppla. So. Notch-Apfel. Habe ich noch nie gemacht, habe ich keine Ahnung, wie das geht. Ich sehe nur, er ist irgendwie. Ist er eigentlich auch golden oder? Sieht aus, als wäre es ein goldener, verzauberter Apfel. Goldene Äpfel sind halt teuer. Macht aber nichts. Na, einer mehr bitte. So, haben wir schon mal einen goldenen Apfel. Nehmen wir lieber hier ein bisschen Lapis mit. Und dann sieht das aus, als sei der verzaubert. Wuhu! Flatsch! Ja, einmal die Abkürzung. Na, ich habe aber gar nicht genug XP mehr für so Scherze. Das funktioniert nicht. So. Dann brauchen wir da vielleicht irgendwie einen. Ein Trankgedöns für oder so. Mist. Blöder. Na gut. Dann machen wir das mit dem Notch-Apfel irgendwann ein andermal. Wenn wir jetzt gerade dabei sind und jetzt sowieso schon. Dann können wir das jetzt auch anders machen. Dann laufen wir jetzt nicht los, um uns irgendwo ein Pferd zu holen. Oder doch? Weil jetzt haben wir ja erstmal ein Mini-Pferd. Ich glaube, ich hole mir doch eins. Dann reise ich jetzt los und hole mir ein Pferd. So, was habt ihr jetzt davon? Hoppa! Heps, heps, heps. Hopp, da war ein Enderman am Werk. Bim, 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 bim. Kürbisse gibt's hier. So, jetzt brauchen wir langsam mal was zu füttern schon wieder. Rennen wir schon wieder durch die Gegend. Wir kriegen ja nichts geleistet im Moment, weil wir nur durch die Gegend rennen. Ui. Kaninchen auf dem Baum. Hüpf, Kaninchen. Hüpf. Platsch. So, da geht auch schon wieder die Sonne unter. Das heißt, wir müssen uns ein wenig beeilen. Dürfte, sollte aber nicht das Problem sein. So, das da vorne müsste ja die
Pferdeweide sein. Wo wir auch schon Blecki und Flecki geholt haben. Jawohl. Dann habe ich dich jetzt auserwählt. Weil du so schön braun bist mit so weißen Zupfen. Ich reite dich ein, bis du mich lieb hast. Hau mich nicht in den Baum, das ist nicht so nett. So, hab mich jetzt gefälligst lieb. Du sollst mich lieb haben. Na also. Geht doch. Sattel und eiserne Pferderüstung. Und ab nach Hause. Juhu! Irgendwann möchte ich ja auch mein Haupthaus und Hogwarts per Weg verbunden haben. Und dann ist das ganz praktisch, wenn man dann ein Pferdchen hat, dann kann man da auch mal rüberrennen. Hüpf über den Teich! Jetzt haben wir hier wieder das klassische Baumproblem, wie wir es hier immer haben. Kennen wir. Da wissen wir, dass wir da nicht hochkommen. Ach Mann, ich muss ja echt irgendwann auch mal eine Schneise schlagen, glaube ich, wo man durchkommt. Das ist echt ein Elend hier. Ui! Und wieder runter und da sind wir doch auch schon. Guck mal, hier ist doch. Hier ist doch noch Platz genug für einer mehr. Hundi, geh mal weg. Das ist jetzt blöd. Nein, ihr bleibt da drin. Drin bleiben. Drin bleiben. Ach du. Toll. Jetzt geh halt da rein. Und du bleibst so drin. Also. Mann, Mann, Mann. Macht's mir doch nicht unnötig schwer. Nicht jetzt, wo gerade Nacht wird. So, kuscheln mit Hundi. Wird mir gerade den Erfolg. Die Lüge erzielt. Ja, das hat er gemacht. So, da habe ich ein Ei. Tauschen wir mal hier den Apfel gegen das Ei. Noch die Axt. Geht's auch schon nicht mehr so gut. So, der ist jetzt endlich fertig. Diese anspruchsvollen Pferde, das ist auch ein Elend. So, ich muss hier langfristig mal überlegen. Na, doch, noch geht es, aber es wird schon eng bei denen. So, Blecki, Flecki. Flecki kriegt jetzt mal die Ehre mit dem neuen. Lass die zweimal ein bisschen Platz. So, und da ist wieder ein Mini-Pferdchen. Hey. Mini-Pferdchen. So. Mini-Pferdchen wird natürlich auch ausgewildert, wie das andere Mini-Pferdchen. Wo ist denn das andere Mini-Pferdchen eigentlich, was ja mittlerweile schon ein großes Pferdchen ist? Hm, das ist kein Pferd, das ist ein Creeper. Das steht doch normalerweise immer hier irgendwo rum.
Ist ein bisschen weggelaufen, hä? Moch? Kann es zumindest von hier aus nicht erspähen. Faszinierend. Na gut. Wird schon irgendwo sein und irgendwo glücklich sein. Ich hör's doch. Ist doch hier ganz in der Nähe. Wofür brennt denn jetzt hier plötzlich ein Zombie? Ach. Was ist da los? Was ist das? War das schon immer so? Hier müssen wir doch jetzt mal eben kurz auf den Grund gehen. Was ist das denn? Wie der? Das ist nicht die Höhle, die wir mal dicht gemacht haben. Das ist eine andere. Das ist eindeutig eine andere Höhle. Aha, jetzt ziemlich viel Cobblestone irgendwie. Komisch. Wo kommt der her? So, wie ich das so oft gerne sage, weil ich da so oft gerne von ausgehe, viel kann hier ja nicht sein. Ja, klack. Durchaus möglich, dass dieses Ding hier Verbindung zu meinem zu meiner U-Bahn hat. Jetzt hier gleich irgendwo wirklich an der Cobblestone-Wand stehen, die wir mal selbst gebaut haben. Nee. Ja, doch, da unten geht's noch weiter. Ah, die sind aber auch sprengmütig heute. Nö. Nichts, was darauf schließen lässt, dass hier die U-Bahn vorbeigeht. Dann nicht. So, das machen wir mal alles weg. Na, dafür sind wir, glaube ich, nicht tief genug rein. Also von nicht von der Höhe her, sondern von der Richtung her. Glaube ich, noch zu weit weg. Oder? Ja, auch lustig aus da oben. Na, komm halt her. So, Eisenholz hier. Klack, klack, klack. Nehmen wir auch mit. Jetzt noch mehr Eisen. Oh, viel Eisen. Schon geguckt. Okay. Tja, dann war hier noch eine kleine Höhle, die wir übersehen hatten bisher. Kann ja mal passieren, ne? Und mal weg, ist es fort. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir hier an Bruchstein und ähnlichem eingesammelt. Wollte ich denn das übersehen? Da los. So, ja, viel ist das nicht, was wir hier haben. Ja, im
Gegenteil. Damit kriegen wir das Loch hier aber nicht zu. Da müssen wir nochmal ein bisschen Erde holen. Das tut mir jetzt leid, dass wir uns mit so komischen Sachen hier aufhalten, aber das geht nicht. Och, Hundi passt auf Pferdchen auf, das ist süß. Oh Norde! Voll hinter das Kaninchengehege geschmissen. Ja, ach ja.